In Indien sollen Gesetze zum Schutz von Frauen vor Vergewaltigung verbessert werden. Innenminister Sushil Kumar Shinde sagte dazu am Dienstag in Neu-Delhi: Ich habe an alle Parteien geschrieben und sie gebeten, ihre Positionen und Meinungen an das eingesetzte Komitee zu schicken, sodass wir eine schnelle und von allen getragene Lösung finden können. Das Komitee mit 3 Mitgliedern und unter der Leitung eines Richters soll innerhalb von 30 Tagen einen Bericht vorlegen, in dem Vorschläge für den besseren Schutz von Frauen vor sexueller Gewalt gemacht werden. Die Proteste im Zuge der Vergewaltigung einer jungen Frau, die später an ihren Verletzungen starb, dauern unterdessen weiter an. In Kanpur im Bundesstaat Uttar Pradesh gingen zahlreiche Studenten und Schüler auf die Straßen, um Gerechtigkeit für das Opfer und strengere Gesetze zu fordern. Die brutal vergewaltigte Studentin war mehrere Tage nach der Tat gestorben. 6 mutmaßliche Täter wurden festgenommen. Sie sollen wegen Mordes angeklagt werden.